Couch TV. Yeah. With Torsen. Hello, hello. Hey now. Who loves you, baby? Baba Booey. Hört ihr das? Diese Ruhe? Es wird nicht mehr gesägt und gebohrt. Die Wrecking Crew ist fertig. Zur Erinnerung, hier war eine Wohnung abgefackelt. Worden, sollte man vielleicht sagen. Völlig unklar, was die Ursache war. Noch nie ist meine emotionale Haltung so schnell umgeschlagen wie von, ach du liebe Zeit, die armen Leute, die waren nicht da und dann hat sich da irgendwas entzündet. Und als sie zurückkamen, da war die Wohnung abgefackelt und das ganze Chaos war über sie eingebrochen. Zu wie? Die Schlampe war zu Hause? Das ist ja wahnsinnig gefährlich. Das hätte ja das ganze Haus treffen können. Wir hätten ja sterben können. Die hat auch nicht die Polizei, die Feuerwehr gerufen. Das hat ein Nachbar gemacht. Die war da. Meine Güte. Der arme Nachbar, den ich jetzt getroffen habe, bei dem hat das Geschirr im Schrank geklappert. So schlimm haben die da gewütet im positiven Sinne, weil das war diese exzellente Crew, die auch damals meinen Wasserschaden bearbeitet hat. Die sind sehr effizient. Aber für den Nachbarn war es halt Horror. Ich bin auch ein Nachbar, nur ich bin remote. Ich bin weiter weg und höher und ich höre das trotzdem. Aber wenn du direkt daneben bist, dann muss das wohl ganz schlimm sein. Und jetzt sind sie damit zumindest fertig, bis der nächste Trupp kommt, der das dann alles wieder aufbaut. Die müssen das wohl bis auf den Estrich, also bis auf die rohen Wände runtergebohrt und runtergeschlagen haben. Und das hat eben so lange gedauert. Keine Eigentumswohnung, das heißt, da hat jetzt auch der Vermieter, der hat jetzt da den Spaß mit, wer zahlt das alles. Das wird eine rechtliches Nachspiel haben, dem möchte ich nicht beteiligt sein. Ich habe ja so eine kleine Negativ-Hitliste, was die größte Katastrophe ist. Und ganz vorne liegt bei mir Brand und Einbruch, wobei aus unterschiedlichen Gründen. Brand ist wahrscheinlich der größte Vernichter. Aber Einbruch ist psychologisch devastating. Das nimmt viele Leute mehr mit und ich glaube, auch mich würde das angreifen, weil du dich von da ab immer unsicherer fühlst. Ich habe mit Leuten gesprochen, bei denen eingebrochen wurde und manche stecken das weg. Oh ja. Mir hat mal einer in Amerika erzählt, wir wohnen in einer ziemlich sicheren Gegend, da ist in den letzten 2 Jahren nur 3-mal eingebrochen worden. Und da habe ich gedacht, du machst Witze, oder? Sagt er, nee, das gilt hier als ziemlich gut. Ich könnte damit nicht umgehen. Wenn ich wüsste, dass jemand in meine Wohnung reingekommen ist, dann kommt er auch ein zweites Mal. Ich würde mich nie wieder sicher fühlen. Und bei Brand ist es halt völlig unkontrolliert, weil alles zerstört ist. Beim Einbruch hast du normalerweise Chaos, je nachdem, was für Leute das sind. Es gibt ja auch diese widerlichen Einbrecher, die alles vollkacken. Aber im Normalfall klauen die dir halt das Zeug und dann ist es eine Katastrophe. Aber die Wohnung ist nicht zerstört, während beim Brand alles völlig unkontrolliert zerstört wird. Und letztlich ja beim Wasserschaden auch. Ich hatte ja einen, weil das nicht so lange ging. Es ging verhältnismäßig zu lange, das hätte auch passieren können, dass ich da bin, da hätte ich es gleich gemerkt, da wäre überhaupt nichts passiert. Aber ich war halt nicht da und bin halt auch an dem Tag erst, war ein paar Stunden weg, das war der erste schöne Wochenende im Februar und da war ich ein bisschen länger Radfahren und das muss wohl irgendwie kurz, nachdem ich aus dem Haus gegangen bin, ist da so ein scheiß Ventil geplatzt, das weißt du ja nicht. Macht ihr das? Ich habe es dann danach jetzt eine ganze Weile relativ konsequent gemacht. Jetzt mal hat sich's wieder eingeschlossen. Schleift, jetzt vergesse ich es manchmal, dass ich alle Hauptventile abdrehe. Ja, das macht man normalerweise nicht, wenn man aus dem Haus geht. Aber das war das. Wenn ein Rohr bricht, kannst du nichts machen. Das war bei mir aber nicht so. Irgendein Ventil in der Wasserzuleitung geplatzt und es hat gerade noch gereicht, als ich nach Hause kam und die Nachbarn schon vor der Tür standen, stinksauer, zu Recht, ich konnte es dann gerade noch abbügeln, sodass die ganze Sache nicht ganz so katastrophal geendet ist, wenn das halt ewig gelaufen wäre, da kann ich nichts machen. Also wenn ich nicht da bin und es bricht ein Rohr in der Leitung, wenn ich sage, ich kann das euch genauso passieren, dann steht die Wohnung unter Wasser, dann könnt ihr auch alles wegschmeißen. Also Katastrophe auf jeden Fall. Und jetzt sind sie im Moment fertig, also bis die nächste Crew anrückt und das alles wieder aufbaut, das wird dann lautes mehr Klopfen als Segen. Und deswegen kann ich jetzt auch mal während der Woche podcasten.
Ich hatte wieder einen ulkigen Autokorrekt letzte Woche. Man hat das doch oft, dass man irgendwas liest und das baut sich das Gehirn mit so einem Autokorrekt zusammen. Und je nachdem, wie man so gepolt ist, ich hatte was gelesen, da ging es um eine Topless-Bar. Das hatte ich zumindest gelesen. Es war aber eine Tapas-Bar. Und ich habe jetzt endlich was getan, was ich längst hätte machen sollen. Ich habe die Deutsche Bank gekündigt. Ich war ja immer noch bei denen, hauptsächlich, weil das so unglaublich kompliziert ist, ein Konto zu wechseln, wenn man das lange hatte. Ich hatte das seit, ich weiß nicht, den frühen Jahren, als das bei anderen Banken noch nicht ging. Ich war ja damals ständig woanders und da war es unmöglich, also zum Beispiel mit der Sparkasse, mit der lokalen, Geld zu kriegen in beispielsweise Köln oder in Mainz, wo ich halt dauernd war. Deswegen war das die eine der wenigen Banken, die das möglich gemacht haben, auch woanders Geld abzuheben. Heute ist es völlig egal, heute kannst du überall Geld abheben. Nur, wenn du so da drin festsitzt, dann ist es eine relativ große Entscheidung, das zu machen. Jetzt habe ich es aber gemacht, weil die mich so geärgert haben. Das ist so schlecht geworden. Vom Image will ich jetzt gar nicht reden, aber die halten dein Geld so lange zurück, bis es für sie günstig ist, bis sie es auszahlen, teilweise über Wochen. Dann sind sie die teuersten, also fürchterlich. Bis zum Schluss ist es eine Scheißbank, weil die, nicht die einzelnen Leute, die sind teilweise zauberhaft. Also wenn du anrufst, die sind sehr nett. Also da mit den Leuten hat das überhaupt nichts zu tun. Wie auch die beschissenste Fluggesellschaft, mit der ich noch nie pünktlich abgeflogen bin. Condor, eine Scheißgesellschaft, noch nie hat ein Condor-Flug, auf dem ich war, pünktlich abgehoben. Das Minimum an Verspätung waren 2 Stunden. Unter 2 Stunden haben sie es nie geschafft. Der Rekord waren 10. Da sind die Leute aber oft sehr nett, die Angestellten. Also die können nichts dafür. Es ist das System, das Management. Irgendwo ist da der Wurm drin, dass die irgendwie faul sind und dass die keine richtige Wartung haben und dass ihnen erst morgens auffällt, dass die Maschine kaputt ist. Eine Katastrophe. Und so ist es auch bei der Deutschen Bank. Katastrophales Management. Die Leute im Einzelfall sehr nett. Und tatsächlich kriegst du da keine Bestätigung, ja. Also jetzt ganz am Schluss haben sie mir eine geschickt, nachdem ich bis auf Rauchzeichen alles versucht habe. Ich habe einen Brief geschrieben, wie sich das gehört, mit der Post sogar. Ich wusste zum Beispiel, ich habe so lange keine Briefe mehr geschrieben, dass ich gar nicht mehr wusste, dass das Porto jetzt bei 70 ist. Wusstet ihr das? Ich war immer noch so auf 56. Ich hatte noch so ein paar alte Marken rumliegen und hatte gesagt, hat mich immer gesagt, nee, das ist 70. Was? Wieso das denn? Ich meine nicht, dass ich es nicht, aber das könnte man sich vielleicht einmal für einen Betrag entscheiden und den dann ein paar Jahre lassen. Meinetwegen mach halt 1 Euro oder 99 Cent, aber lass den halt 10 Jahre, dass ich nicht dauernd neue Marken oder diese Zusatzmarken kaufen muss. Katastrophe. Weil auch Rechnungen, die schickst du ja nicht mehr, oder weiß nicht, wer macht das noch, die schickst du ja nicht mehr mit der Post und da schickst du ein PDF. Oh, fürchterlich. Und noch eine beschissene Firma, das wird euch jetzt weniger betreffen. Ich habe mal eine Zeit lang geguckt, ob es noch was anderes gibt als Amazon und dieses beschissene Audible, die meine Alben verkaufen. Und die nehmen quasi 100% Provision. Warte mal, ich muss mal eben eine Taube verscheuchen. Ach, das ist ja im Frühling, da werden die super lästig, weil die wollen brüten. Nicht, dass es hier nicht massenhaft Grünflächen gibt, wo sie ganze Ruhe brüten können, was ja die komischen Raben, die das auch nervig sind, aber auf eine andere Art, die finden irgendwas außerhalb der bebauten Gegenden. Na, die scheiß Tauben, die müssen sich immer auf deine Dachrinne sitzen. Meine Nachbarn haben die größten Probleme, dass sie die Balkone voll kacken und ich bin hier quasi der Hauswart, der die immer wegjagt. Da kriege ich immer dieses, weißt du, da ist wie so die Schwingen des Teufels, so kommen sie angeflogen und das haben sie gerade gemacht. Jedenfalls die andere Plattform, die auch Oberscheiße ist, das ist eine, die werdet ihr gar nicht kennen, Gumroad heißen die. Das hatte ich völlig vergessen, dass ich bei denen war, weil die nie was bezahlt haben. Jetzt haben die mir was geschickt, dass ich da wohl was habe. Das wollen sie mir aber nicht geben, weil das nicht einen bestimmten Betrag hat. Deswegen habe ich das gleich erstmal kündigen wollen, was sie auch nicht gemacht haben, weil ich vergessen hatte, das ist Jahre her, wie meine Zugangsdaten zu meinem Konto sind. Also fürchterliche Firmen, Condor, Deutsche Bank, Gumroad, grauenvoll. Und deswegen hatte ich ja letztes Jahr diese Aktion mit dem Blowout Sale, alle Alben für einen super Preis. Sag mal, noch eine Sache, dieses gehypte Amazon Prime und so, Netflix und wie es alles heißt, da läuft ja überhaupt nichts. Was, wieso soll ich für den Dreck bezahlen? Das ist ja, als wenn das die Öffentlich-Rechtlichen machen und das ist ja genauso uninteressant. Ich will da nichts sehen. Das Einzige, was ich sehen wollte, war der tuntige Teufel, der jetzt im Fernsehen läuft. Also dafür brauche ich es jetzt auch nicht. Oh, eine Güte, ist das alles ein Dreck.
Gott sei Dank habe ich noch gute DVDs. Da lacht die jetzt, er hat noch DVDs. Ja, aber ich kann wenigstens Qualitätsfernsehen gucken. Zum Beispiel eine gute mainstreamige Show, die nicht genügend gelobt wurde, das ist die Show Las Vegas. Ja, mit hier Sonny Corleone als Ed und der heißen Nicky Cox und so. Das war eine Show, ich will nicht sagen, besonders edgy, war so ein bisschen so, wie sagt man, risqué. Also da sieht man hier und da sind gut aussehende Leute dabei. Immer interessant. Und die habe ich natürlich im Ganzen. Da muss ich mir doch nichts mit Zombies oder mit übersinnlichen Kräften oder Leute, die fliegen können, angucken. Was immer bedeutet, dem Autor ist nichts eingefallen. Was für eine Flasche. Apropos Autor ist nichts eingefallen. Was ich letzte Woche gesehen habe, ist, dass eine Idee von mir aus den 80er Jahren jetzt endlich gemacht wird. Und ich sage nicht, dass man nicht drauf kommen kann, weil es eigentlich naheliegend sein sollte. Nur ich hatte sie halt schon vor, ich weiß nicht, 30 Jahren, 85. Da war ich ganz neu und hatte eben schon gute Ideen, weil ich gemerkt habe, Fernsehen ist genau mein Ding, da fallen mir Sachen ein. Ist klar, dass das natürlich, wenn das von mir kommt, ja, das wissen Sie natürlich, das kann man natürlich nicht machen und bla bla. Wie die ganzen Arschlöcher es halt so machen, diese ganzen Versager. Und jetzt will ich gar nicht sagen, dass die das jetzt unbedingt von mir haben. Man kann drauf kommen. Es heißt sogar genauso, wie ich das damals genannt habe, weil das natürlich auch ein naheliegender und guter Titel ist. Das heißt, ohne Geld um die Welt. Erklärt sich von selber. Protagonisten machen eine Weltreise und müssen überall sehen, dass sie zu Geld kommen, denn sie haben ja keins. Das hätte ich 85 noch selber gemacht. Dann habe ich es ein paar Jahre später ein bisschen modifiziert. Da hätte ich das dann produziert. Da wollte ich es nicht mehr selber machen. Aber die Idee ist grundsätzlich fantastisch. Und jetzt nach wie viel 34, 35 Jahren haben das irgendwelche Schnarchsäcke bei Vox, glaube ich, haben das jetzt aufgegriffen und machen das fantastisch. Wie auch die Idee, die inspiriert wurde von dem Album Dirty Work von den Stones mit 80er, 85, 86. Die Idee war, die dreckigsten Jobs der Welt. Hatte ich damals überall angeboten, aber ist klar, sie wussten es ja besser. Sie hatten ja Gesangsshows mit irgendwas Schlagersänger, Scheißdreck oder haben Gottschalk da irgendwie sich hinstellen lassen, der Langweiler interviewt. Also da war was Interessantes, war und ist ja heute auch nicht zu machen mit den Versagern. Jedenfalls war das die Show Dirty Work, so habe ich das genannt. Das wurde 20 Jahre später, wurde es in Amerika gemacht mit Rowe heißt er, ich weiß den Vornamen gerade nicht. So Mike Rowe, genau, so ein kerniger Typ. Und der ist dann selber dabei, der so quasi Journalist, aber der macht diese Jobs dann auch selber und steigt da voll ein, also so Jauche, Schaufeln und diesen ganzen Dreck. Man kann sich das vorstellen. Führt dazu, dass der Fernsehzuschauer sagt, der natürlich latent unzufrieden ist mit seinem Job, sagt, ach, so schlecht geht's mir eigentlich gar nicht, wenn ich so sehe, was es alles für beschissene Jobs gibt, ja. Die Sache mit Fluggesellschaften, was ich eben schon angesprochen habe, ist ja die, dass man im Voraus schon bezahlt hat. Das heißt, die haben die Kohle schon und deswegen ist denen das scheißegal, ob du da pünktlich ankommst. Und dann haben die natürlich lauter Klauseln, dass du keine Entschädigung kriegst. Aber ich habe da jetzt das so einen Anspruch an so eine Firma verkauft, weil ich lasse mir das von dieser Scheißfirma Condor nicht bieten, dass die mir dauernd meine Zeit stehlen. Sowas gibt es nur bei Fluggesellschaften, die das Geld vorher haben und woran man gar nicht denkt, wenn man das Internet, was man zu Hause hat und wahrscheinlich auch beim Handy. Auch dort kriegt man ja nicht die Leistung, für die man bezahlt, weil der schon diese Klausel bis zu 100.000 Watt, MB, Gigabyte, was. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht die Einheit, weil man muss haben mindestens ja 16, das ist so ungefähr so das Studentenlevel. Ich habe jetzt 50 und wenn man viel streamt, ist 100 wahrscheinlich besser. Ich komme jetzt mit 50 gut aus und bin jetzt nicht so unzufrieden, aber das ist ja nie die Leistung, die man hat, sondern das ist ja nur bis zu und das ist aber auch nur deswegen, weil du einen langfristigen Vertrag hast und du kommst halt in der Zeit nicht raus und die verlängern das immer automatisch. Beziehungsweise bei mir ja nicht, weil ihr wart ja dabei, das muss gewesen sein, was ich vorletztes Jahr, da habe ich euch ja live mithören lassen, wie ich knallhart verhandelt habe mit dem Pusher von der Internetgesellschaft, von dem Provider, dass ich das nicht mehr auf lange Zeit haben will, sondern ich kann monatlich kündigen, da wart ihr Zeuge, das zu hören. Aber das sind nur diese beiden Produkte, bei denen man das duldet. Das würdest du nicht dulden bei einem Auto. Du bezahlst einen Mercedes und kriegst dann so einen Lader hingestellt. Sagen, das ist halt so, musst halt gucken. Ja. Oder du willst ein Kilo Äpfel, du kriegst aber nur
700 Gramm Äpfel hast du für ein Kilo Äpfel bezahlt. Da würde man sich das nicht bieten lassen. Aber bei Flügen, da sagen sie, ja, das muss ja mindestens so und so lange, da haben sie dann so viel Kilometer. Und wenn es dann EU ist, und zum Beispiel Kanaren, ganz schlecht, weil das ist EU, ist aber über so und so viel 1000 Kilometer. Gibt es irgend so eine Grenze, weiß ich jetzt nicht auswendig. Nur, wenn es EU ist, ist es egal, wie weit das ist. Das heißt, wenn du bei den Kanaren eine Verspätung hast, dann kriegst du ganz wenig. Wenn das ein Fernflug ist, hast du bessere Chancen. Also das ist eine Katastrophe, was sich solche Firmen rausnehmen, aber das liegt daran, dass sie das Geld halt schon haben. Deswegen ist es immer schlecht, das Geld schon, wenn du beim Restaurant vorher zahlen würdest, kommt eine Katastrophe. Da würden die sich überhaupt keine Mühe machen. Ah, noch eine Meisterleistung der Deutschen Bank. Die haben doch jetzt so ganz flotte Monitore. Die haben ja ganz wenige Filialen. Die haben das ja alles konzentriert. Und da laufen natürlich Monitore, auf denen laufen dann ihre supergeilen Aktientipps, wie zum Beispiel ihre total geilen DWS-Fonds. Als ich da war, da wurde gerade die Firma Lyft gepowert, die die Deutsche Bank ganz super fand. Lyft ist sowas wie Uber, das ist ein quasi Taxifahrer, aber sind keine Taxis, sondern die Privatleute können dort ihre Taxidienste anbieten. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Uber, das ist in Amerika der größte Hit. Das ist sogar ein Verb geworden wie Google, I'm gonna Uber it. Weil hier so eine unglaubliche Gegenwehr besteht, weil sich diese Taxifahrer da so unglaublich gegen wehren. Ja, das ist ja klar, dass sie sich dagegen wehren, weil sie so beschissen sind. Hier machen die dauernd Proteste, da fahren sie da irgendwie durch die Stadt und hupen diese ganzen Arschlöcher. Aber das bedeutet natürlich, dass sie total hinten dran sind, weil die können sich wie Arschlöcher benehmen und der Nächste weiß das nicht. Bei Uber geht das nicht, da ist es wie bei Amazon. Da kritisiert der dich und gibt dir schlechte Bewertungen und dann bucht er dich nicht mehr. Und das wollen die natürlich nicht. Die wollen sich natürlich weiter aufführen und wollen dich abzocken. Und deswegen ist es hier so eine Gegenwehr. Also Uber ist so ein privater Transportservice und Lyft ist die Kopie davon. Und die sind jetzt wohl an die Börse gegangen und das findet die Deutsche Bank total toll. Und der Kurs ist am nächsten Tag total eingebrochen. Also so viel für die Beratung der Deutschen Bank. Da kann ich nur empfehlen. Ganz toll. Lasst euch von der Deutschen Bank beraten, wie ihr euer Geld anlegt. Oder als Alternative in Til Schweiger Filme investieren. 155 Zuschauer soll der Film insgesamt gehabt haben. Jetzt in 2 Wochen enden, also in 2 Wochen. Und meine Frage ist, wieso so viel? Ein Til Schweiger Film, 155 Zuschauer? Können doch nur Leute gewesen sein, die in irgendeinen guten Film gehen wollen. Wer geht denn bitte im Kino in einen Til Schweiger Film? Ich guck mir das an, wenn der diesen Kommissar da in dieser deutschen Serie, Tatort, wenn der das gucke ich mir immer an, weil ich das lustig finde. Aber nicht, weil er, also das, was er lustig meint, das nicht, sondern weil es so schlecht ist und weil der sich so ernst nimmt. Aber ein Til Schweiger Film, 155 Leute, finde ich relativ viel. Weil wer guckt denn diesen Scheiß? Was sie aber machen, sie halten sich ganz brav an die Regeln in US-Filmen. Also ein Auto, wenn das nur halbwegs irgendwo gegenknallt, hat es zu explodieren. Die Chefs, die müssen immer schlecht gelaunt sein. Und natürlich die Main Force, die kommt natürlich erst, wenn der Haupttyp, der Hero Cop, das alles schon gelöst hat. Ist ganz klar, die Stars, also ich weiß nicht, wer in Deutschland ein Star ist, aber ich bin sicher, ihr wisst es, die machen nie irgendwas, wo sie schlecht aussehen. Bestes Beispiel war damals Bruce Willis in Pulp Fiction, als er seinen eigentlich Todfeind unten im Keller bei den Sodomiten zurückgelassen hat, die ihn gerade aufgebockt haben. Da wäre er ja eigentlich davon gekommen. Aber natürlich, weil er ein großer Star ist, hat er dann den Gangsterboss Marcellus Wallace, den hat er dann gerettet. Und das war ja klar, dass er das machen wird. Marcellus Wallace ist nicht, wie ihr denkt, Michael Clark Duncan, sondern er wird gespielt von Ving Rhames. Ich behaupte, ich bin einer der wenigen Weißen, die die beiden unterscheiden können. Ein paar Gags aus den amerikanischen Filmen, die vermisse ich ein bisschen. Ich vermisse zum Beispiel dieses in den Hut beißen und den auf den Boden werfen und drauf rumtrampeln. Das fand ich immer ganz lustige Geste. Oder Treibsand. Man war fast überzeugt, dass man eigentlich irgendwann durch Treibsand stirbt. Ich habe also bis heute noch keinen Treibsand erlebt. Ja, so Matsch und Moor schon. Aber da geht man auch nicht freiwillig rein, oder? Und gerade habe ich gelesen, dass hier Batman und Superman, die werden 80, also das ist gezählt ab dem Zeitpunkt, ab dem die als Cartoon liefen, aber die haben ja wohl eine permanente Darstellung, etwa 30, 29, späte 20, frühe 30, haben also permanent dieses Alter, genau wie bei Family Guy, Stewie bleibt immer ein Baby, auch wenn die Serie jetzt schon seit 10, 12 Jahren läuft.
Was auch das Gleiche bleibt, die bleiben immer Single, also die sind nicht verheiratet. Wobei mich das jetzt nicht so sehr wundert, weil Typen, die ihre Unterhose außen tragen, die gerne so in Spandex, Lycra-Sachen herumlaufen und immer ein Cape anhaben, das sind meistens Typen, die man schwer zähmen kann und die neigen dazu, Swinging Singles zu bleiben. Und hier eine schockierende Nachricht. Haltet euch fest. Ich habe Google Earth gelöscht. Ah! Werdet ihr jetzt sagen. Warum hat er das getan? Ja, weil Google Earth zwar niedlich aussieht, aber eigentlich nicht so gut ist wie Google Maps, weil da kannst du ja runter auf die Straße fliegen und kannst dir das angucken. Und Google Earth, da kannst du es ja nicht. Da kannst du nur bis da und dahin vergrößern und dann sieht es halt so aus, wie es aussieht. Deswegen brauche ich das nicht. Und Google Maps ist super, da kannst du ja die Straße lang fahren und kannst du auf diese Fotopunkte gehen, wenn das so am Strand ist zum Beispiel. Also das ist ja wunderbar und Google Earth ist totaler Blödsinn. Das ist nur so Spielerei eigentlich. Deswegen habe ich das gelöscht. Ja, und ich finde, das solltet ihr wissen. Das sind intime persönliche Geständnisse. Und das habe ich hier gelesen, das muss ja eine Urban Legend sein, das kann ich nicht so richtig glauben. Der hat einen Typ da, wo es Piranhas gibt, wo ist das im Amazonas, der hat ins Wasser gepieselt und da haben ihm die Piranhas den Zipfel abgebissen, weil die wohl angezogen werden von Urin und das glaube ich irgendwie nicht so ganz. Eben habe ich schon ein tiefes Geständnis gemacht, ich habe noch ein Geständnis zu machen, beziehungsweise euch was total Intimes zu erzählen. Ich habe meine alten Turnschuhe jetzt endlich weggeworfen. Ich hatte so Asics, die hatte ich mal günstig gekriegt. Die waren auch relativ groß, das heißt, die waren super für den Winter. Da konnte man dicke Socken anziehen und man hatte immer noch Platz. Und die hatte ich irgendwann in den 90ern gekauft. Und zugegeben, ich habe dann ja irgendwann wegen der Knieprobleme, habe ich ja aufgehört, massiv Sport zu machen. Deswegen habe ich die hauptsächlich nur noch so zum Gehen benutzt, aber schon, ich gehe schon regelmäßig und da habe ich die immer angezogen. Die waren ja so gut, dass ich schon dachte, sag mal, die gehen ja wohl nie kaputt. Dann sind die Schuhbänzel mal gerissen, habe ich die ersetzt. Die Schuhe hielten und hielten. Und jetzt, letzte Woche, da haben die sich endlich aufgelöst und ich habe sie weggeworfen. Das hättet ihr niemals gemacht, weil wenn eure hässlichen, bunten Turnschuhe in Orange oder in Leuchtgrün, wenn die in 3 Tagen aus der Mode sind, dann schmeißt ihr die doch sofort weg, weil ihr immer modisch sein wollt. Und das waren eben völlig zeitlose, super Turnschuhe. Und ich will jetzt nicht sagen, dass alle Turnschuhe von ASICS so gut sind, aber das war ja eine Ausnahmeleistung und ich muss mir wirklich auf die Schulter klopfen. Eine bessere Verwendungskette als ich, die jetzt gibt's ja wohl nicht. Also bei Schuhen, da kannst du nichts machen. Wenn sie kaputt sind, kaputt. Ich weiß nicht, wozu man die Schuhe verwenden kann. Meine sind so groß, da könnte man vielleicht ja Enten den Bach runterschicken. Die könnten das als Boot benutzen. Aber ich weiß nicht, ich habe es dem Entchen angeboten. Das hat so ein komisches Gesicht gemacht. Es wollte es dann, glaube ich, nicht so richtig. Aber so mit Klamotten, die haben dann noch, damit putze ich dann noch den Boden auf. Die benutze ich so als Staublappen und werfe die dann weg. Ich trage die Sachen so lange, dass das dann tatsächlich runterfällt. Nur jetzt hatte ich hier, ich habe eine Jacke zum Reparieren gebracht, habe gesagt, ja, ich bringe Lappen mit. Jetzt ist mir aufgefallen, ja, wenn irgendwas ein Lappen ist, dann ist es ja schon spröde, dann reißt das ja schon. Das ist aber so wenig sinnvoll, dir da die Taschen von innen da neu nähen zu lassen mit alten Dingen. Deswegen, Gott sei Dank, hatte die tüchtige Frau selber Lappen und brauchte meine Lappen nicht. Sie hat herabgeschaut auf meine Lappen, was ich einigermaßen beschämend fand. Ja, sind sie nicht gut genug, die Lappen, oder was? In der letzten Show hatte ich euch doch von den Bad Boys erzählt, die nicht immer so richtig rüberkommen, wenn sie zum Beispiel in einem Bereich Bad Boys sind, den man nicht so richtig als Bad Boy-Bereich akzeptiert, wie zum Beispiel die Bad Boys of Eiskunstlauf. Aber dieser Typ ist ein echter Bad Boy, denn er ist der Bad Boy of Sexy Aerobic. Up on all fours, in the animal position. Kick your legs straight out to the side, down and out, in, out. It's time for pelvic pleasure. You are shameless. Out, in. Now relax, my love. Premium Entertainment für zu Hause und unterwegs. Ja. Alle Titel gibt es unter knisterpulver.de/Alben. Was? Knisterpulver.de.
www.tourism.de Rubrik Alben. Hey now.